Ja, heute an diesem Sonntag, den 16. Januar 2022, starten wir zu einem Unternehmen, was sicherlich nicht wenigen Leuten leicht bekloppt, leicht abgefahren vorkommen könnte. Uns nicht, denn das, was wir vorhaben, wird funktionieren, nämlich eine Fahrradtour. Eine Fahrradtour mit unseren Hunden im dicksten, fettesten Winter des Hohen Westerwalds. Dickster, fettster Winter, allein deshalb, weil es immer noch leichter Dauerfrost ist, der uns hier erfreut, und immer noch eine fette Schneeschicht, eine Haarschneeschicht, auf die es eben einen Hauch von Neuschnee geschneit hat, und es soll auch noch weiter schneien und vermutlich auch in Schneeregen übergehen, also werden wir die Sache nochmal nutzen. Und was unsere Idee mit der Fahrradtour betrifft, Samira und ich haben beide auf unseren E-Bikes Spike-Reifen drauf. Und diese Spike-Reifen sind griffig genug, um auf Hartschnee und Eis gut zu fahren, gut zu rollen, gut Griff zu haben. Tiefschnee nicht. Und da wollen wir auch nicht hin. Wir versuchen jetzt Fahrradwege zu finden, wo wir zu einer Zipfelbob-Piste kommen. Das ist ein bisschen weiter weg hier von unserem Basecamp. Und da wollen wir halt mit dem Fahrrad hinfahren, mal sehen, ob es funktioniert. Und die Zipfelbobs, die kommen in unseren zweiten Buggy-Trailer, in unseren zweiten Dock-Trailer, der schon ziemlich alt ist, ziemlich verrottet ist und der hier ziemlich eingeschneit in der Ecke rumsteht. Aber den werde ich jetzt hier ausbuddeln und an Samiras Fahrrad hängen. Verdammt! Geh doch hier raus, du Scheißteil! Festgebappt. Der ist ziemlich schwer, den müssen wir gerade noch drauf hauen. Und dann kommen hier unsere Zipfelbobs. In Samiras Dacia Logan befindet sich das transportfreundliche E-Klapprad, auch mit Spikes ausgestattet. Und das hole ich jetzt mal aus ihrem Auto raus. Ist der Akku geladen?
So, in den eingefrorenen Stocktrailer kommt jetzt heißes Wasser rein, dass das Eis rauszukippen geht und der Stocktrailer hier nicht so verflucht schwer ist. Chasing myself into reality, looking for what is clear to see, looking for what is clear to see, looking for what is clear. I've been living alone so So, wir haben soweit alles startklar. Jetzt holt Samira unsere Welpenhündin Ava und die bekommt eine schöne Box, eine Zusatzbox in meinem Dock-Trailer, wo sie dann auf eine Wärmplatte kommt. Die Leine von der Ava brauchen wir auch. Okay. Fleischleine? Habe ich bei mir. Was hat die Fleisch jetzt da? Geh. Die hat einen alten Kauknochen. Hat sie hier gefunden. Drehen. So, wir sind startklar für eine Schneeradtour mit Zipfelbobs und natürlich auch einem Welpen an Bord. Mal sehen, wie weit wir kommen. In all instances, she is sister to us. In all conditions, she is life bringer. In all life,
misty rain falling on soft wild. Ein bisschen knuddeln erst und dann ein bisschen laufen lassen. In some society she's worth what she consumes. In some nations she's delicate spring. In some states she's tall, she's weak. In some classes she's property owned. See the woman beauty. Das ist der Dominik, ja. Der hat sich mit mir angefreundet auf Facebook. Der wohnt hier. Ich hoffe, dir macht es nichts aus, wenn du auf meinem nächsten Video bist. Nee, alles gut. Oder? Hi. Wo wohnst du? Habe ich vergessen. Hier in Mademühlen. Du wohnst in Mademühlen? Da sehen wir uns überhaupt nicht. Nee, komisch. Hat sogar Kinder 40 Jahre. Nicht zu fassen. Wie alt ist dein Hund? 2 Jahre und 10. Noch ganz nagelneu. Kann das sein, dass ich deine Frau mal mit dem Hund gesehen habe? Da habe ich mich schon gewundert. Großer Hund, total klasse. Wo er rauskam, da hat er die ganze Pfote weiß gecheckt gehabt. Da habe ich gesagt, das ist meiner, der hat die Wanderschuhe schon an. Ja, ja. Süß. Cool. Cool, cool, cool. Im Moment ist aber eher zurückhaltend. Ja. Ja, ist auch noch ein bisschen größer. Blei, benimm dich. Es hat keinen Sinn, wir fahren hier nicht. Bitte? Gleich, aber jetzt ist erstmal bis oben in Windschatten. Ja, wie geplant können wir hier auf dieser Piste kein Zipfelbob fahren. Der Weg ist geräumt worden zu den Windrädern und hier reicht der Schnee nicht. Und egal, war ein Versuch wert, sieht cool aus hier, trotzdem ziemlich windig, stürmisch fast und immer noch Minustemperaturen. Immer erstmal richtig begrüßen, abknutschen. Hier machen wir noch ein bisschen rum. Du kannst ja immer gucken, ob du auf der Seite rein kannst. It hides, it and conceals, it hides.
can be hidden in a part of my dream. Gonna hide it in my dream. Some say I know I'm not Nein. In danger. Stop! Nein! Auf! Eva! Eva! And all the things that I have seen can be hidden. Oh my God.
awake it. Yesterday's gone, today starts now. Yesterday is gone, and today starts now. To play.